Wir sind auf dem Weg zu IKEA. IKEA macht heute auf. Nach vielen, vielen Jahren, endlich gibt es ein IKEA auch auf der Nordseite von Brisbane. Wir mussten bisher immer 2 Stunden lang fahren bis zum IKEA. Und heute macht es auf und ich bin mal ganz gespannt, wie das wird. Wir haben es geschafft bei IKEA. Ich habe einen Tisch gekauft für meine Nähmaschinen, den baue ich gleich auf. Als wir zur Kasse gegangen sind, kam eine Frau zu mir und hat mir eine Geschenkkarte gegeben mit 100 Dollar drauf. Und da kann ich mir dann irgendwas anderes Neues kaufen. Also ich werde bestimmt bald wieder zurückkommen. Also ich hatte meine Tischbeine hier auf diesen Kichererbsen-Dosen, weil ich den Tisch ein bisschen höher brauche zum Nähen und zum Arbeiten. Und gestern sind alle Dosen umgefallen und alles ist runtergekracht. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich mit dem neuen IKEA-Tisch alles ein wenig sicherer habe. Nochmal hier. Ich habe die 100 Dollar dann doch eingesetzt und mir noch so einen Tisch gekauft, weil mir der erste so gut gefallen hat. Bin ich nochmal hingefahren und habe mir noch einen Tisch gekauft für meinen Computer und zum Schneiden von allen Sachen. Und ja, und habe noch ein paar andere Sachen gekauft. Und hier sind die Tische. Hier ist der erste Tisch. Und dann habe ich gleich noch einen gekauft, hier für meinen Computer. So hat der Computer auch ein schönes Zuhause. Und ich mag immer so gern, wenn alles symmetrisch ist. Also 2 Tische sind natürlich viel besser als einer. Und ich arbeite gerade an einer neuen Website, damit ich meine englische und deutsche Website alle zusammen habe und nicht mehr Dawanda und Etsy benutzen muss, sondern alles schön an einem Ort ist. Und ich habe auch noch... Und ich will auch noch meine Sammy-Hobo-Taschen nähen für Weihnachten, damit ihr die vielleicht als Geschenke für euch selber oder eure Bekannten und Freunde kaufen könnt. Und ich habe schon alles schön ausgeschnitten hier. Alles schön ausgeschnitten. Ganz viele Taschen. Und das Bügelvlies und alles. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich gestern beim Zusammenbauen der Tische mir meinen Arm echt wehgetan. Also erstmal habe ich hier Blasen gekriegt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich hoffe nicht, die sind auch nicht sehr schön. Also am Daumen und in der Innenhandfläche habe ich hier Blasen. Oh ja, die Daumenblase kann man schön sehen. Dann habe ich mir hier oben am Finger noch die Hand die Haut abgeratscht. Und dann, als ich die Tischbeine eingedreht habe, habe ich mir noch schön den Arm irgendwie verrenkt oder so. Deswegen ist das Nähen jetzt ein bisschen schwierig. Ich werde es trotzdem versuchen, weil ich die Taschen natürlich fertig bekommen möchte, damit sie rechtzeitig in den Shop kommen, damit man sie noch schön versenden kann von Australien in den Rest der Welt. Auf jeden Fall werde ich weiterhin arbeiten an neuen Videos
und an den Handtaschen und an meiner neuen Webseite. Ich wollte euch nur kurz ein Update geben, damit ihr wisst, dass ich noch hier bin und nicht irgendwie verschwunden bin. Also immer, wenn ich ruhig bin auf Social Media und auf YouTube, dann arbeite ich hinter den Kulissen an irgendwas Neuem für mein Geschäft, weil mir das so viel Spaß macht. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!